So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni No Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Wir sind hier gerade in, nicht Xanadu, wie hieß es, Perdida. Und ja, jetzt haben wir plötzlich wieder Nebenquests ohne Ende. Also zumindest sind plötzlich wieder Sachen aufgeploppt und ich schätze, dass wir da jetzt eine ganze Reihe weiteren Kram machen können. So, entschuldigen Sie mal, könnte ich aber kurz hier bleiben? Seht, habt ihr jemals etwas Schöneres gesehen als den Anblick der Abendsonne von unserem Berg hier? Boah, Sie haben recht, das ist wirklich schön. Zum Kuckuck, schau dir mal, das mal an, sowas kriegst du nicht alle Tage zu sehen. Ja, saugt den Anblick in euch auf, denn an dieser Schönheit werden wir uns alle erfreuen. Von diesem Berg sehen wir jeden Abend, wie die Sonne in das Meer sinkt und vom Tage Abschied nimmt. Wir beobachten, wie der Welt alle Farbe entweicht und der Nachthimmel seinen Sternenmantel umlegt. Diese Schönheit raubt mir jedes Mal den Atem. Wow, das ist bestimmt richtig toll. Ich würde es wirklich gerne sehen. Oh, das musst du auch, das musst du. Nirgends auf der Welt gibt es einen Sonnenuntergang wie den in Perdida, dessen bin ich mir sicher. Diese Dame hat aber ganz schön viel Zuversicht. Na, wundert's dich bei der Kulisse, Mann? Da sehe ich richtig winzerzaus und verwegen aus, oder? Was glotzt du mich so an? Wenn du was zu sagen hast, spuck's aus, Mann. Entschuldigen Sie, ich habe mich gefragt, ob Sie uns vielleicht helfen könnten. Nun, ich bin sicher, dass er nicht sicher, ob ich das kann. Was willst du denn von mir? So wie Sie über die Aussicht schwärmen, klingen Sie, als wären Sie sich Ihrer Sache sehr sicher. Ich habe mich gefragt, ob Sie etwas von Ihrer Zuversicht mit uns teilen. Du möchtest dir meine Zuversicht borgen? Du sagst wirklich seltsame Dinge, aber ich sehe, dass du nichts Böses im Sinn hast. Bitte nur zu. Vielen Dank. Okay, los geht's. So, wir haben hier eine leere Fiole. Die Zuversicht. Eieiei, mein Herz, es kribbelt. Ah, seht, die Sonne beginnt zu sinken. Bitte. Oh, nee, das war jetzt nicht Fröckfinn. Der hat sich bewegt. Ich dachte, der sagt jetzt was. Sorry. Ah, seht, die Sonne beginnt zu sinken. Bitte, ihr müsst euch die Schönheit ansehen, die sich gleich offenbaren wird. Und hier habt ihr es schon wieder hingeschafft. Ich fürchte, mein Herz, allerliebste Frau, verhält sich wieder einmal etwas sonderbar. Ach, hatten wir euch nicht letztes Mal schon? Und hier, du stehst vor der Truhe, verdammte Scheiße. Schneekonfekt. Hör mal, Schatz, glaubst du nicht auch, dass es. Sagt sie das? Schatz, glaubst du nicht auch, dass es Zeit wird zu gehen? An so einem entlegenen Ort machen wir kein Geschäft. Das sieht dir gar nicht ähnlich, Liebling. Egal, wohin wir gegangen sind, wir haben stets anständig verdient. Schön, Sie beide wiederzusehen. Ist alles okay? Ah, ihr seid's. Tja, die Sache ist die. Meine liebste Frau hat plötzlich entschieden, dass wir hier unmöglich etwas verkaufen können. Ich weiß nicht. Ich glaube einfach nicht, dass ich so weitermachen kann. Ständig von einem Ort zum nächsten ziehen und immer gerade so über die Runden kommen. Ich meine, selbst wenn wir unseren Traumladen errichten, wie lange würden wir durchhalten? Ein Jahr? Einen Monat? Was, wenn uns die Kunden ausgehen? Weißt du, das sieht mir sehr nach. Du hast es erfasst, Olli. Zuversicht ist bei ihr Mangelware. Also unternehmen wir was dagegen, oder? Können wir direkt. Sie sind so weit gereist und haben so hart gearbeitet. Wir können nicht zulassen, dass sie alles einfach so wegwerfen. Ja, sowas kann man eigentlich immer nur in der Wissenschaft verlangen. Da muss man das teilweise. Wie oft haben wir den beiden jetzt schon ausgeholfen? Egal, du weißt, wie es läuft, Olli. Sie braucht mehr Zuversicht. Hab ich. Nimm meine Zuversicht. Plönk. Oh, ich fühle mich so warm und kribbelig. All meine Sorgen scheinen einfach dahingeschwunden zu sein. Komm, mein liebster Ehemann, wir haben Orte zu besuchen und wichtiger noch, Dinge zu verkaufen. Wir werden schon bald unseren Traumladen eröffnen können. Viel Glück dabei. Oh, fast hatte ich es vergessen. Hier hast du etwas für deine Mühen. Danke, dass du immer bei uns da bist. Tonikum. Was auch immer das macht. Je, 5 Verdienststempel.
Und hier sind noch mehr Leute mit Gefühlen, die wir benutzen können. Was hat sie zu sagen? Du kommst aus einem anderen Land? Das ist unsere Heimat. Perdida ist klein, aber wir haben große Herzen. Hermana, ich bin so hungrig. Entschuldige, Hermanito. Ich mache jetzt das Abendessen. Was möchtest du essen? Oh, danke, Hermana. Kannst du wieder einen Topf machen? Bitte, Hermana. Ist das Ihr kleiner Bruder? Sie scheinen sich beide wirklich gut zu verstehen. Das stimmt, wir verstehen uns sehr gut. Aber er ist nicht mein richtiger Bruder. Wirklich? Sie sind so nett zu ihm. Ich war sicher, dass sie verwandt sind. Ich sehe schon Güte oder Liebe, eins von beiden. Wie du siehst, unser Dorf sehr klein. Wir sind hier alle wie eine große Familie. Alle in diesem Dorf geben aufeinander Acht. Wir kümmern uns um Jung und Alt, als wären sie unsere eigene Familie. Mann, oh Mann, ein Dorf, wo jeder den anderen behandelt, als würde man zur Familie gehören, das klingt wirklich toll. Ja, wir sind hier wirklich gesegnet. Ich liebe meine Heimat aus ganzem Herzen. Wow, dieses Mädchen hat ganz schön viel Liebe, was, Tröpfchen? Entschuldigen Sie, wir haben uns gefragt, ob wir Sie um einen Gefallen bitten könnten. Einen Gefallen? Bitte erzähl mir mehr. Also, wir haben uns gefragt, ob Sie so nett wären und ein bisschen von der Liebe in Ihrem Herzen mit uns teilen würden. Die Menschen von weit weg sind wirklich ganz anders als wir. Sag mir, was soll ich tun? Sie müssen nur eine Sekunde stillhalten, es dauert nicht lange. Herz empfangen. Das, worum sich alles auf der Welt dreht. Ja, das ist nicht wirklich der Fall, aber okay. Ist das jetzt vorbei? Ich weiß nicht, was du getan hast, aber mein Herz fühlt sich leicht an. Hermana, ich bin so hungrig. Ich mache jetzt das Abendessen, Hermanito. Ich spreche es wahrscheinlich richtig schlecht aus, aber besser kann ich es nicht. Was ist mit dir, Alterchen? Eieiei, mein armer Rücken, er tut weh. Entschuldigen Sie, geht es Ihnen gut? Ach, kümmere dich nicht um mich, ich bin einfach alt. Mit jedem Tag, der vergeht, habe ich mehr Schmerzen und Sorgen. Eieiei, mein armer Rücken, wärst du so nett und würdest mir helfen? Ich tue mich nämlich immer so schwer mit diesem... Oh! Ist etwas nicht in Ordnung? Wie es scheint, habe ich keine der speziellen Kompressen mehr, die ich verwende, um den Schmerz zu lindern. Und es gibt sonst nichts, was Sie benutzen könnten? Ich fürchte nicht. Ich habe vor einiger Zeit ein paar Kompressen von einem Krämer gekauft, aber wie die Jugend waren auch sie nur von kurzer Dauer. Sie waren ganz spezielle kalte Kompressen, die von einem Tomte, der in Julheim lebt, gehandfertigt wurden. Handgefertigt, so. Immer wenn ich eine auf meinen armen Rücken gelegt habe, hat ihre kühle Frische meinen Schmerz rasch gelindert. Ich fürchte, ohne sie werde ich keine Linderung erfahren. Ich würde sagen, eigentlich sollte man solche Schmerzen normalerweise nicht kühlen im Alter, sondern erwärmen, aber okay. Weil meistens sind das irgendwelche Muskel- und Knochensachen und da hilft Wärme tatsächlich zur Entspannung. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Würdest du für mich nach Julheim reisen und von dem Tomte dort eine kalte Kompresse holen? Ist ja mal, wenn man eine Entzündung hat oder sowas, dann ist Kälte natürlich was anderes, aber... Ich bin dir dankbar, aber vergiss nicht, dass Julheim weit von hier entfernt ist. Pass auf dich auf. Du darfst nicht, dich nicht meinetwegen in Gefahr begeben. Dankeschön, aber ich bin mir sicher, wir kommen klar. Warten Sie einfach hier. Gehen wir jetzt einfach mal hier... Ach nee, hier ist noch jemand. Ja doch, das ist... Nee, ist nicht die Person, sondern das Mädchen da. Ah, ich kann diesen Traum nicht vergessen. Was ist denn los? Es war gestern, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Was denn für einen Traum? Es war der sonderbarste Traum, den ich je hatte. Da war ein Mädchen, das genau wie ich aussah. Es war mein Gesicht, aber es lebte in einer anderen Welt. In meinem Traum pflanzte das Mädchen Blumen, die ich nie zuvor gesehen habe. Wunderschöne Blumen. Mann, oh Mann, der Traum hört sich ja ganz schön seltsam an. Das war er. Und ich habe auch etwas gefühlt, obwohl ich nicht weiß, wie. Das Mädchen und ich, wir waren verbunden. Es ist schwer zu erklären. Ich schätze, das Mädchen in ihrem Traum war aus der... Nee, ich schätze, das Mädchen in ihrem Traum war aus deiner Welt, Olli. Sie sind höchstwahrscheinlich Seelenverwandte. Was hast du gesagt? Kommt dieser Junge wirklich von demselben Ort wie das Mädchen in meinem Traum? Aus einer anderen Welt? Das stimmt. Ich komme aus einer Welt, die ganz anders ist als deine. Ist das wahr? Das ist unglaublich. Kann ich dich um etwas bitten, falls du diesem Mädchen, das ich gesehen habe, jemals begegnest? Klar, schon. Was ich möchte, ist eine Blume. Ich hätte wirklich sehr gerne eine dieser Blumen, die das Mädchen in meinem Traum gepflanzt hat.
Wenn du ihr begegnest, dann frag sie bitte nach einer dieser Blumen. Okay. Danke, die Blumen, die ich gesehen habe, waren rosa und in einem Topf. Ich habe solche Blumen noch nie zuvor gesehen. Klingt, als wäre es an der Zeit, einen bestimmten Zauber aus der Versenkung zu holen und zurück in deine Welt zu reisen, Olli. Dann gehen wir besser mal los und finden ein Mädchen, das so aussieht wie sie. Erstmal gehen wir hier rein. Und schauen, wo es überall noch Quests zu holen gibt und so. Das ist jetzt angebracht. Obstbau in Al-Kuwait. Junge Frau in Laguna. Frau in Schweinfurt. Julheim. Händler-Ehepaar zurück in Katzbuckel. Was ist es diesmal? Ein Alpaka in Perdida scheint sich nicht im geringsten für sein Futterholz zu interessieren. Fremder in Perdida erscheint auf jemanden zu warten. Gibt's neue Monsterjagden? Nö. Aber das müssen wir eigentlich jetzt auch mal machen können. Nur vorher sollten wir dann uns kurz erholen. So mana-technisch. Aber hier ist... Ach nein. Oh, du bist es. Wie es scheint, haben sich unsere Wege wieder einmal gekreuzt. Natürlich habe ich vorhergesehen, dass du bald hier sein würdest. Meine Güte, es ist Lorenz. Oh, du schon wieder. Wie kommst du, dass du ständig auf uns wartest, egal wo wir hingehen? Weil ich möchte, dass ihr mir mit einer äußerst wichtigen Forschung assistiert, natürlich. Dann heißt das also, wir sollen ihr wieder ein paar Kreaturen besorgen, was? Ich bewundere deinen Scharfsinn. Also wirst du der Wissenschaft helfen und mit mir zusammenarbeiten? Für 7 Stempel aber immer. Die Wissenschaft dankt es dir. Welchen Kreaturen sollen wir diesmal für ihn hinterherjagen? In letzter Zeit habe ich fesselnde Forschung bezüglich Evolution durchgeführt, aber es gibt ein paar Kreaturen, deren fortgeschrittene Formen noch ein Rätsel sind. Ich hätte gerne, dass ihr mir 3 Exemplare bringt. Das erste Exemplar vom Interesse ist ein Vampirwisch, der evolutionäre Nachfolger einer geisterhaften Kreatur, die den Pfad der Gräber heimsucht. Zudem möchte ich einen Brutzelpurzel aus nächster Nähe sehen. Eine Spezies, die durch die Evolution einer Kreatur entsteht, die ein paar glühend heiße Steine trägt. Zu guter Letzt will ich eine sonderbar musikalische Kreatur untersuchen, die Trien genannt wird. Kennt ihr gewiss. Nein, ich wiederhole mich nicht. Menno, das hört sich an, als ob es gar nicht so einfach wäre. Über diese Kreaturen ist nur wenig bekannt, selbst in vertrautologischen Kreisen. Von daher bist du auf dich selbst gestellt. Aber wenn du sowohl Einsatz als auch animalische Schleuer an den Tag legst, ist es statistisch gesehen wahrscheinlich, dass du sie aufspüren kannst. Irgendwann. Und es versteht sich von selbst, dass es nicht genügt, diese Exemplare einfach in ein Schlupfloch zu stecken. Nein, du musst alle 3 Kreaturen auf einmal zu mir bringen. Mit anderen Worten, wir müssen gleich mal ins Vertrautenloch schauen. Ah, hier ist dann das Lapaka. Sag mal, Tröpfchen, wie nennt man diese Tiere? Das da drüben ist eins der edlen Lapakas, Olli. Majestätisch, nicht wahr? In Perdida haben sie die schon seit eh und je. Es sieht so aus, als ob es mir irgendwas sagen wollte. Da liegst du richtig, dieser behaarte Kerl hat uns zweifellos was mitzuteilen. Ich würde sagen, es ist an der Zeit für ein bisschen Magie. Naturnähe 2. Passt sogar noch vom Mana. Hallo, ich möchte, dass du etwas für mich tust. Ich bin total am Verhungern. Kannst du nicht hören, wie mein Bauch knurrt? Hättest du vielleicht ein schmackhaftes Häppchen für ein hungriges Lapaka übrig? Oh, du möchtest also etwas zu essen, was? Entschuldige, Lapaka, aber was isst du eigentlich? Man setzt uns morgens, mittags und abends Heu vor, aber offen gesagt bin ich seines einseitigen Geschmacks und der wenig verlockenden Textur überdrüssig geworden. Ist denn selbst der kleinste Aufwand Luxus zu viel verlangt? Ein kleiner kulinarischer Genuss vielleicht? Ein kulinarischer Genuss, was? Ganz genau. Wäre es denn so falsch, für ein bescheidenes Lapaka die Wonnen einer saftigen Barbane aus Al-Kuwait zu kosten? Haben wir, glaube ich, sogar. Wie zum Kuckuck er von Barbaren gehört hat, werden wir wohl nie erfahren. Da war dieser Händler, der einmal hierher kam. Er hatte unter anderem frische Barbaren. Seit ich sie das erste Mal erblickt habe, haben sie mich in ihren Bann gezogen. Ich muss einfach eine probieren. Wärst du bereit, mir eine zu bringen?
Bring mir eine Barbare und ich kann dir sicher etwas ähnliches Strebenswertes im Austausch anbieten. Okay, sicher, warte einfach da. Danke, mein Bauch knurrt schon vor lauter Vorfreude. Meine Güte, es ist eine Barbare. Die werde ich so richtig genießen. Das ist köstlich. Sie ist so süß und weich und fruchtig. Ah, das ist mal was anderes als Heu, das kann ich dir sagen. Sieh dir an, wie er das Ding runterschlingt. Der ist im Barbarenhimmel. Ja, er scheint es wirklich zu genießen. Ach, köstlich, aber nach dieser kulinarischen Offenbarung wird mir erst klar, was ich alles verpasst habe. Ich muss weitere Gaumenfreuden kosten. Er ist immer noch hungrig, dieser haarige Fresssack. Mal sehen, was möchte ich jetzt nächsten Gang essen? Ich hab's, eine Glühgarnele. Einen Moment, Pelzgesicht, wie kommt's, dass ein Lapaka mitten in den verflixten Bergen von so einer seltenen und exotischen Meeresfrucht gehört hat, hä? Die Händler, die nach Perdida kommen, sprechen oft von seltsamen und wunderbaren Speisen. Sie glauben, ich kann sie nicht verstehen, aber ich höre zu. Dieser haarige Lunke hat auf alles eine Antwort. Naja, ich schätze, wir könnten dir eine Glühgarnele bringen. Ausgezeichnet, ich werde hier auf besagten exquisiten Happen warten. Haben wir eine? Ich kann es einfach nicht erwarten, eine Glühgarnele zu probieren. Würdest du dich bitte beeilen? Wo auch immer man die herkriegt. Ja. Wir sollen auf jeden Fall ein paar bestimmte Vertraute weiterentwickeln, so wie es jetzt klang. Das heißt, abholen. Einer der zwei brennende Steine trägt, das wäre der Pyropimpf, oder haben wir davon nicht sogar noch eine stärkere Form? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ne, der Pyropimp scheint die stärkste Variante zu sein. Okay. Zumindest die wir gerade da haben. Dann haben wir noch... dann hieß es... Warte mal. Eine musikalische Sache. Och, nee. Da brauchen wir so ein Trompetzerviech, oder? Und es war eine Entwicklungsstufe. Moment, ich guck's nochmal in der Quest nach. Noch mehr Kreaturen. Okay, letzte Evolutionsstufe will er von denen jeweils. Vampirwisch. Brutzelpurzel. Und irgendwas mit Tri. Der Vampirwisch kommt wahrscheinlich von... Moment. Hoppla. Also, Vampirwisch ist... garantiert Teil dieser Geistersache. Von der Funzel schon mal nicht. Hier, der Vampirwisch, da haben wir ihn. Also vom Irrwisch... Überirwisch, Vampirwisch. Das kriegen wir hin. Irwisch haben wir. Und als letztes ist es ein musikalisches Etwas. Ist das bei den Dingern? Trompetzer. Tritröter brauchen wir davon. Wo kriegt man denn einen Trompetzer her? In der Nähe von Laguna. Den Blas für Mist kriegen wir. Totenmarsch. Okay, interessant. Aber das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall erstmal wieder... So. Vertrauten abholen, wir brauchen einen Irrwisch. Irmgard, hier. Ach, ist sogar schon ein Überirrwisch. Das macht's einfach, aber leider haben wir keinen Trompetzer hier. Gut, die Frage ist jetzt, was gehen wir dafür her? Weil ich möchte eigentlich... Ja, ich will die ungern abgeben, aber ich glaube, es ist tatsächlich gerade die passendste Sache. Das ist eine Pflanze? Ja, dass das ein Geist ist, ist mir klar, aber... Nicht ins Schlupfloch.
So. Wechseln. Ja, er würde hier gut aufgehoben sein. Ansonsten hier. Ne, es ist keine Pflanze, es ist irgendwas anderes. Egal. Wir geben die auf jeden Fall erstmal hier hin. Wir können denen natürlich auch ein bisschen Kram geben, Ausrüstung, was wir gerade so übrig haben. Hoppla. Umhang. Ach, können auch Abzeichen tragen. Der kann auch Schwerter benutzen, okay. Umhänge und Abzeichen, ja gut, warum nicht? Gut, das ist doch mal ein netter Start. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß, lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da und dann, ja, diesmal müssen wir also Sachen entwickeln. Dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir in der Nähe von Laguna uns noch einen Trompetzer angeln. Und dann würde ich sagen, geht's weiter mit dem, ja, wie heißt's, mit den vertrauten Entwicklungen und den ganzen anderen Nebenquests. Ich hoffe, ihr habt Spaß, lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Cheerio.